Meine Frau hier. Ja, im aber wir machen erst die Probe. Haben Sie die Schuhe jetzt hier dabei? Ja, einmal die Mühe. Hier oder hinten? Kulturell bin ich ein Europäer. Die europäischen Geschichten, die aus der Geschichte resultieren, sind meine Geschichten. Ich empfinde mich als Europäer und ich halte es auch für ganz wichtig, dies immer wieder zu bekunden. Ich wollte, nachdem ich die Klauen der DDR verlassen hatte, mich nicht in die Klauen eines Intendanten und nicht in die Klauen einer Serie und nicht in die Klauen irgendeines Landes mehr begeben. Ich wollte schon fliegen. Ich wollte schon gerne über die Grenzen kommen. Die Anfangszeit in der DDR war meine künstlerisch produktivste. Meine schwersten Filme habe ich in der Anfangsphase gemacht, als ich das Handwerk noch gar nicht richtig beherrschte. Als ich die Flucht gedreht habe, der vorletzte Film, den ich in Babelsberg drehen durfte, war meine Ehe mit der DDR aufgelöst. Und ich spüre die ganzen Beklemmungen, die ich damals hatte, noch heute, wenn ich das Studio betrete. Ich hoffe sehr, dass man vielleicht heute einen Film machen kann in Babelsberg, der auch in die Welt geht. Mit dem wir ähnlich umgehen können wie die Franzosen mit ihren Filmen. Was wir ja mit in der früheren DDR-Zeit nicht konnten. Wir wussten, die Flucht, auch Nackt unter Wölfen und Königskinder, Patronenhülsen sind Filme, die sind für ein Land gedreht, nämlich das Land hieß DDR. Und dann gingen sie mal in den Osten. Und wenn sie Glück hatten, kamen sie auf irgendein Festival.